Die Promo für Detektiv Conan Kinofilm 26 auf Deutsch Das Eiserne U-Boot ist im vollen Gange. Was könnte sich da besser anbieten als ein brandneuer Charakter, der sein Debüt eben in diesem Kinofilm feiert? Welcher Protagonist das ist und welche Funktion er hat, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Komm aber Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch mal wieder über Detektiv Conan Kinofilm 26 sprechen, der ja im April in den japanischen Kinos anlaufen wird. Auf Englisch ist momentan der Arbeitstitel The Black Iron Submarine und auf Deutsch Das Eiserne U-Boot. Wie der Titel letzten Endes nun heißen wird, ist bis dato noch nicht zu 100% bestätigt, aber irgendetwas mit einem U-Boot. Ja, das ist quasi so der primäre Fokus im Titel. Ja, alle Jahre wieder kehrt ein Conan-Film wieder ein. Hat sich zwar nicht ganz gereimt, aber es ist ja so eine Art Kult, so eine Art Tradition. 26 sind es dieses Jahr an der Zahl. 26 Detektiv Conan Kinofilme, wobei wir sagen müssen, wir haben ja nicht nur ein pro Jahr bekommen, sondern quasi anderthalb. Zumindest mit Scarlet Alibi, mit Film 24, Scarlet Bullet, hatten wir mit Scarlet Alibi so eine Art Zusammenfassung, wo wir Fälle von Arkay hatten, von der Arkay-Familie, die so von Conan erzählt wurden, ja, so eine Art Zusammenfassung, um uns auf den Film vorzubereiten. Das gleiche haben wir mit Film 26 auch, und zwar ist das auch schon in den japanischen Kinos angelaufen im Januar, nämlich die Story von Aihaibara, also die Geschichte von Aihaibara, wo sie im Fokus war mit der Organisation, weil das ist ja quasi auch der primäre Fokus in diesem Kinofilm. Und natürlich bietet sich bei Detective Conan Kinofilm natürlich immer wieder die Bühne an, um neue Protagonisten einzuführen, wie zum Beispiel in Film 25, The Bride of Halloween, Elena, ja, Elena, die wunderbare Anführerin einer, ja, russischen Organisation, die quasi auch im Film 25 eine große Rolle gespielt hat. Und das gleiche haben wir jetzt wieder mit einem sehr, sehr wichtigen Charakter, der eine Schlüsselfigur im Film 26 tragen wird, nämlich Yosuke Makino, ja. Yosuke Makino ist der Direktor von Interpols Ingenieursabteilung. Wir wissen, es geht um Pacific Buoy, also auf Deutsch die Pazifische Boje. Das ist eine Meeresstation mit einer hohen, krassen, ausgeklügelten Technologie, was quasi alle Sicherheitsüberwachungskameras der Polizei, die auf der gesamten Welt zusammen vereinen möchte, ja. Und das ist natürlich das grandiose, wunderbare Ziel gegen die Organisation bzw. gegen kriminelle Aktivitäten weltweit. Mit zusätzlicherweise einer neuen Software, ja, die quasi auch mit Kameras funktioniert, so eine Art Gesichtserkennungssoftware. Sehr, sehr skrupellos, wenn das der Organisation in die Hände fallen würde. Oh, 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 oh. Kritisch, kritisch. Und natürlich um diese Meeresstation, die quasi in der Nähe von Japan beziehungsweise in der Nähe von Tokio ist, auf Unterwasser, braucht man natürlich auch Ingenieure, die das Ganze installieren. Und Interpol hat sich da quasi angeboten, ist quasi der Big Boss, der das Ganze so zusammengeführt hat, und Ingenieure müssen dort arbeiten. Wir wissen natürlich auch durch den Trailer schon, dass ein, ja, Interpol bzw. Europol Beamter in Deutschland von Jin erschossen wurde. Wir wissen aber auch, dass ein Ingenieur bzw. eine Ingenieurin verschleppt wurde, ja, die wurde entführt von Wermut, ja, und das ist natürlich sehr, sehr gut, um dort Spitzel einzuführen. Und der Chef von all diesen Ingenieuren ist halt Yosuke Makino, und ich kann schon mal sagen, er wird keine unbekannte Rolle haben, beziehungsweise er wird von einer echten, wahren japanischen Größe synchronisiert, nämlich von keiner geringeren Person als Ikki Sawamura. Ikki Sawamura ist mit einem japanischen Model zusammen, beziehungsweise hat er 2000 geheiratet, und man muss auch ganz klar sagen, dass er ein japanisches Model ist, ein sehr erfolgreicher japanischer Schauspieler, und er hat auch schon mal eine Synchronrolle benutzt, ja, in einem Spiel. Das Ganze lag aber schon 13 Jahre zurück. Also ist unglaublich nice. Und ein kleiner Fun Fact: Detektiv Conan hatte ja sein Debüt
um genau zu sein 1996 und ratet mal, wer ebenfalls sein Debüt hatte 1996 als Schauspieler, genau eben Kazuki Sawamura. Unglaublich nice, ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin extrem gehypt, gerade weil wir neuen Protagonisten haben und er sieht schon sehr, sehr cool aus, ja, also man guckt ihn an, er sieht schon sehr, sehr cool aus, er hat auf jeden Fall Drip und um das Ganze noch ein bisschen knackiger zu machen, es gibt quasi immer so eine Einleitung. Und er hat hier auch gesagt, im Zuge seiner Rolle für Detective Conan findet er das sehr, sehr toll. Ja, er ist quasi in der gleichen Zeit wie Detective Conan zum Einsatz gekommen und im Gegensatz zu seinem Aussehen, ja, hat er die Atmosphäre eines erwachsenen Mitglieds der schwarzen Organisation, ja, und das ist doch unglaublich geil. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Boy, könnt ihr ja mal auf YouTube euch ein bisschen was angucken oder euch ein paar Serien angucken. Auf jeden Fall bin ich extrem gehypt. Ihr seht hier auch die ganze Zeit natürlich ein Bild von eben dieser Person, wird eine Schlüsselfigur sein im Film 26 und ich bin mal gespannt, wird der auf der guten Seite sein, wird der auf der bösen Seite sein, also man könnte ja sagen, als Leiter von Interpol, was die Ingenieure angeht, da muss man ja eigentlich sagen, sowas darf doch gar nicht korrupt sein, oder? Naja, schauen wir mal, ich sage nur Binga, auch ein Mitglied der schwarzen Organisation, welches ja ebenfalls sein Debüt im Film 26 feiern wird. Mal gucken, wie das so alles zusammenspielt, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bleibt am Ball. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt zu Detective Conan oder zu anderen Anime, dann aktiviert die Glocke, ist kostenlos, genauso wie den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.